Welches Budget muss ich zur Verfügung haben, um einen Pool zu kaufen? Bei der Planung eines Poolkaufs musst du mehrere Elemente in das Budget mit aufnehmen. Vor allem die Kosten für den Kauf eines Schwimmbeckens mit der Grundausstattung. Bei Pools Factory liegen die Preise zwischen 2.300 und 27.000 Euro. Der Preis hängt unter anderem von der Qualität und Technologie ab, in dem dein Pool hergestellt werden soll. Wir bieten 4 Kategorien von Pools, die sich im Preis und Qualität unterscheiden. Zweitens, die Kosten für den Kauf zusätzlicher Ausrüstung für deinen Pool. Dadurch wird dein Pool funktioneller und du kannst es dadurch länger im Jahr nutzen. Der Pool sollte beispielsweise ausgestattet sein mit folgenden Sachen: Lampen, die abends den Wasserspiegel beleuchten und eine romantische Atmosphäre kreieren. Eine Wärmepumpe, die das Wasser erhitzt, damit der Pool auch an kühleren Tagen genutzt werden kann. Denke auch daran, dass das Wasser, das sich an einem heißen Tag aufheizt, nachts abkühlt. Wenn du nicht wie an Ostsee fühlen möchtest, investiere in ein Gerät zu einem Erwärmen des Wassers im Becken. Die Preise einer Wärmepumpe beginnt schon bei 975 Euro. Du benötigst auch eine Abdeckung für die Wasseroberfläche. Wenn sich das Poolwasser bereits selber oder dank der Wärmepumpe aufheizt, musst du nach der Benutzung des Pools die Wasseroberfläche abdecken, damit das Wasser nicht abkühlt. Nämlich 90% des Wärmeverlustes wird auf diese Weise gemacht. Abdeckungen für den Pool gibt es eine ganze Menge, beginnend mit der Solarfolie und bei der Überdachung endend. Die durchschnittlichen Kosten einer Solarfolie mit ihrer Aufrollvorrichtung liegen bei 400 Euro. Die Preise bei Poolüberdachungen beginnen jedoch schon bei 3.800 Euro. Wenn du von einem Start im Schwimmteam bei den Olympischen Spielen träumst, lohnt es sich, eine Gegenstromanlage zu haben. Dank dessen kannst du den Pool nicht nur zum Ausruhen und Entspannen nutzen, sondern vor allem für dein tägliches Schwimmtraining wie in einem Olympiabecken. Der Wasserstrahl, der mit einer Geschwindigkeit von 55 bis 80 Kubikmeter pro Stunde aus der Anlage geworfen wird, lässt dich trotz ihrer hohen Krafteinwirkung an Ort und Stelle schwimmen. Selbst der kleinste Pool, der mit der Anlage ausgestattet ist, wird deinem Schwimmbedürfnis gerecht werden. Die Preise für Gegenstromanlagen beginnen bei 1.100 Euro. Das dritte Element, das du in das Budget aufnehmen solltest, sind die Kosten für den Transport des Pools. Der Preis hängt von der Größe des Pools und dem Land ab, zu dem wir ihn transportieren müssen. Der Preis pro Kilometer beginnt bei 49 Cent pro Kilometer, in beide Richtungen gerechnet. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Pool selber abzuholen. Der vierte Punkt im Budget sind die Kosten einer Baufirma, die den Erdhaushub macht, eine Bodenplatte gießt, die Treppe untermauert und den Pool mit Magerbeton verhüllt. Du solltest auch die Kosten eines Elektrikers und Klempners mit einbeziehen, der die Rohrinstallation am Pool anschließt. Wenn du über die richtigen Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Baugebiet verfügst, kannst du die Montage natürlich selbst durchführen. Am teuersten ist die Poolinstallation von sogenannten externen Poolunternehmen. Der Kauf und die Installation eines Schwimmbades ist nicht alles. Denke auch an die tägliche Poolpflege, die hauptsächlich aus dem Kauf der Poolchemie und Stromenergie besteht, die von der ganzen Anlage verbraucht wird. Je nach Nutzung, Poolausstattung und Größe variieren die monatlichen Kosten zwischen 50 und 200 Euro.